Ja, liebe Leute, dann herzlich jetzt willkommen zu Let's Play Mafia 3. Wir sind immer noch. Oh, was war eigentlich tatsächlich. Moment, war da irgendwie mal eine Munitionskiste oder so? Habe ich das gerade falsch gesehen? Moment, wo war das? Ach, die ist da drin, ne? Ja, da oben ist der Waffenschrank. Ja, wie viel sind. Ja, guck ich jetzt rein oder so? Ja, Moment. The Lord gehört ja jetzt uns. So, war eigentlich der Plan an der Sache. So. Nö. So, was machen wir denn heute? Ach, Moment, das ist noch eine schusssichere Weste. Die braucht man natürlich auch. Was haben wir denn heute? Ach, Pommes verdienen gehört mittlerweile uns. Das ist super. Ja, wir müssen dahin. Es sind ein paar Kilometer, Meter Fahrweg. Beruf ein Treffen ein. Eine emotionale Bindung. So ist die nächste Mission. Ja. Gut, den Laden, wie gesagt, haben wir in der letzten Folge übernommen hier. So, jetzt hoffe ich, dass ich nicht ohne. Muss ein bisschen aufpassen. Wie gesagt, ich habe nicht irgendwie Lust, irgendwelche Cops jetzt die ganze Zeit zu mir wieder an die Backe zu holen. Das wäre ein bisschen. Gut. Genau, dann fahren wir zu dem Treffen dahin jetzt erstmal und dann gucken wir mal, was dann erwartet in den nächsten Folgen. Wir haben ja jetzt mittlerweile 3 Unterbosse gekillt, das heißt, es fehlen nochmal 3. Und dann geht's den nächsten. Nein, Unterbosse, also quasi. Hier haben wir auch einen, glaube ich, hier haben wir, glaube ich, auch einen geholt gehabt. An der Stelle. In der einen Folge, da haben wir, glaube ich, quasi komplett einmal aufgeräumt. Ja, genau. 3 Unterbosse haben wir geholt. Mittlerweile 3 fehlen noch. Unter anderem Greco ist tot, der Schlachter ist tot. Und noch einer ist tot. Ich weiß nicht genau, wie der letzte war. Danach können wir nämlich noch. Warte mal. Ich kann euch das ja mal auf der Grafik zeigen. Der Schlachter ist tot, die Dixie-Mafia ist platt und Michael Greco. Das heißt, es wären noch 3, dann fehlen 6, es fehlen noch 7 Bosse. Und der 7. ist der letzte. Ja, ich weiß gar nicht, was viele Leute so schlimm an diesem Spiel finden, weil, wie gesagt, ich habe Laune an dem Ding. Oh, Moment. Oh doch, ist richtig, okay. Ich mag so viel. Wir sollten hier tun nichts aufpassen, wir haben ja. Wieder, da ist irgendwie eine Kopfstation oder so, aber muss man nicht. Doch, da hoch, okay. Haben wir nicht auf dieser Brücke mit Michael Greco getötet? Ich meine mich zu erinnern, aber egal. Ja. Sorry, liebe Leute, dass wir jetzt gerade ein bisschen Fahrweg haben. Aber es sind ja nur noch 1,7 Kilometer. So. Ja, kommt's unter uns. Was machen wir denn heute? Das war knapp. Da war wieder einer von unseren Feinden. Heute ein bisschen Fahrweg auf jeden Fall vor uns. Aber wir sind ja bald da. Wie lang? Okay. Ein Sportwagen. Das war übrigens keine Absicht. Wo müssen wir denn da lang? Na hier, links ab, okay. Im Zweifel habe ich Vorfahrt. So, eine Mutterleib. Ach, wir müssen ja uns. Wir müssen ja, haben wir irgendwie 3 Verbündete oder so, die wir jetzt, glaube ich, nochmal treffen müssen. Ich meine, da irgendwas gewesen. Da wäre irgendwas gewesen.
So, hier geht's lang. So. Gehen wir jetzt hier rein. Und dann geht's in eine Cutscene.
Was jetzt? Auf der Karte sind weitere Aufträge verfügbar. Triff dich mit Donovan, um Arcade weiter in die Hölle heiß zu machen, oder erledige zusätzlich interne Aufträge und Transporte für deine Unterboss und ihre Leutnants. Okay. Interne Aufträge und Transporte verschaffen dir zu der Annahme und verbessern die Loyalität der Unterbosse. Drücke an der Karte und sich Viereck, um einen von Donovans Aufträgen oder einen optionalen internen Auftrag und Transport auszuwählen. Willkommen zum Newport New Racing Circuit. Verdiene Tuning-Gegenstände für Fahrzeuge und Corona für den Abschluss von 12 Rennen auf den Düsseldorf-Straße von Newport. Rennen gibt es in zwei Klassensport und Exoten. Okay, das gibt die Rennen hin. So, wir machen weiter mit der Story auf jeden Fall. Und das heißt. Warte mal, was haben wir denn dann? Wir gucken uns halt. Ach, das ist die falsche Taste gewesen. Ich komme immer wieder auf die falsche Taste. Was haben wir denn als nächstes? Okay, das sind also die Donovan-Aufträge. Was haben wir denn als nächstes? Wir müssen also wieder. Kann ich da irgendwo hinreisen? Nee, ne? Gibt's keine. Also müssen wir wieder hoch. Dann fangen wir da an. Blut und Öl, würde ich sagen, machen wir als nächstes. So, dann haben wir wieder ein paar Kilometer Fahrweg, also die gleichen Fahrweg. Ah ja gut, die Rennstrecken, okay, das ist klar. Die müssen wir aber nicht machen, wir machen diesen, sorry. Optionale Aufträge, das sind optionale Aufträge, alles klar. Wieder mit Berg. Und der nächste für Vito. Jetzt kriegen wir wieder, wie gesagt, die nächste. Wir fangen jetzt mit Donovan an, zumindest mal, um Step by Step in der Story vorzukommen. Das hat er jetzt eben gerade alles ein bisschen nochmal aufgezeigt, das, was hier auch auf der Abschlussliste steht. Was ich euch da gezeigt habe mit den Kapos und Leutnants und alles rum. Also diese Unterbosse sind die Leutnants und das darüber sind die Kapos. Und dann kommt irgendwann der Big Boss. Er hat schon recht, natürlich könnte man natürlich jetzt ganz einfach gehen und mal einfach kurz den großen Boss holen. Aber ich glaube, es tut dir mehr weh, wenn man dann anfängt, seine Leute auszuschalten und dann nach und nach. Und er merkt, oh, da kommt Gefahr. Und ja, ich denke, das wird ihm am meisten wehtun, auf jeden Fall. Muss ein bisschen aufpassen. Da kommen die Cops. Die wollen wir natürlich nicht ärgern. Naja, schon fast die Hälfte wieder der Strecke hinter uns, ne? Aber es ist halt einfach das Problem. Wir müssen jetzt quasi dahin wieder zurück, wo wir herkamen. Nur wegen dem Trip. Boah, Alter. Das Taxi wäre schön. Naja. Okay. Dann streifen wir sie da unter uns. Ja, das wird definitiv heute interessant werden, auf jeden Fall, die Mission. Wir haben Gott sei Dank noch ein bisschen Kohle, also wir könnten noch mit dreimal Schlägertrupps schicken. Für den Fall, dass wir da wieder nicht alleine durchkommen. Dann mache ich jetzt gleich ein Wendemanöver, weil dann fahre ich hier runter. Wir gehen noch auf die Autobahn gefahren, wer sich erinnert. So, da sind wir. Oh, ich habe hier nur geparkt. Ach ja, okay. Schwing deinen Arsch hier raus. Entschuldigung, war keine Absicht. Wieso dürfen... Wieso dürfen... Ach so, keine... Ja, okay. Gut. Bevor wir hier mit dem Kollegen quatschen, würde ich sagen, wir mal Feierabend. Wir sind in der nächsten Folge wieder bei Let's Play Mafia 3. Und dann quatschen wir mit Donovan. Dann geht's so weiter mit der Story.